Ein Gegenstand hier scheint noch nicht wieder zu passen. Und dann suchen wir natürlich einen Weg. Hier scheint noch Blut zu sein, wenn ich das richtig verstehe. Oder ist das allgemein draußen? Allgemein. Aber es fehlt ja noch eine komplette Leiche. Du. Und diese Leiche, die wirft Fragen auf. Du. Der gesamte Freezer-Abschnitt, da ist jetzt, glaube ich, nichts mehr. Sind wir sicher, dass es eine komplette Leiche ist? Es könnten auch zwei halbe sein, da hast du natürlich recht. Wie konnte ich diesen Sonderfall außer Acht lassen? Ein Radar-Kallöchen. Genau, du musst sie umgehen und das können wir ja über diesen Raum tun. Ah, so können wir die übrigens von hinten öffnen. Soll ich da drüber? Das sieht irgendwie cool aus. Schade, dass man da nicht hin kann. Warte. Moment. Das ist eine sehr gute Leiter. Moment. Oh mein Gott, wie gut. Welcome to the Not So Underground Concert. Rock'n'Roll All Night. Besuche den Robo-Konzertsaal. Das ist cool. Sonne und hell. Das, ich liebe sowas. Ich liebe es auch, dass die Trittleiter, die ich gekauft habe, für teure Skillpunkte, dass sie sich gelohnt hat. Aber leider keine Leiche, das ist richtig. Das ist auch nur... gerädert. Ah, ansonsten hätte man aber auch diese Leiter verwenden können, tatsächlich. Wenn man den Skill jetzt nicht gehabt hätte. Da ist noch ein Müllcontainer. Was war das? Ah, nix. So, hier drin war ja auch nur das Geheimnis. Du brauchst da eine Leiche? Warte kurz. Nein! Ah, das ist die Wohnung der Oma. Die haben wir ja schon. Darum haben wir uns ja schon gekümmert. Hier ist übrigens der letzte Beweis. Oh, dang it. Another Geos Rescue Operation. Nun. Gesicht. Warte mal, die habe ich nur aus dem Fenster geworfen? Oh, das ist die Leiche. Das ist die Leiche. Ich habe die Oma nur aus dem Fenster geworfen. Das passiert mir dauernd. Oh, Moment, was? Das war die Nadel im Heuhaufen. Oma, nicht übers Ziel hinausschießen. Danke. Damn, Big Jim is ruthless. Hard to believe I'm on his payroll now. Und dann ist das Blut, das es noch gibt.
Oh, warte mal. Ist das Blut? Tatsache. Das war der Rest des Blutes. Du findest doch immer meine Sachen. Ja, nun. Und irgendwo ist noch ein Putzeimer, der normalerweise auch eine Pfütze hinterlässt, hier nicht. Bin happy. So, es gibt jetzt noch 1% Müll und ein Möbelstück, das nicht wieder an seinem Platz ist. Ist die Zeitung Müll? Auf der Toilette war so eine Zeitung, ne? Oh, hier sind Kugeln. Okay. Dann gibt's noch die Vase, die keinen Platz hat, ja. Ach, da. Das war offenbar das falsche Item. Aber was denn? Ach so! Der kommt da hin. Nee. Der ist schon da, richtig. Aber was ist denn jetzt? Der Eimer? Was fehlt denn da? Ein Globus. Globox. Globus! Die Vase scheint nicht so wichtig zu sein. Da waren Scherben? Ich habe keine Ahnung, wo diese Scherben herkommen. So, aber ein Möbelstück fehlt. Ein Globus. Globus. Hä? Ist der hier rausgerollt oder so? War da eine Falltür? Wo? Eine Falltür? Das kommt da rein. Hinter der Büro... Jesus, is that some ladder to hell? Was? Was geschieht denn nun? Und da ist der Globus. Irgendwie glaube ich das nicht tatsächlich. That's where they were making the real dough. Swishy Swoop. Das ist irgendwie cool. Never listen to Marty. Don Corto schreibt: Rate, wer reich geworden ist. Kaufe sofort Pate-Sammlerstücke. Diogrando antwortet: Machst du Witze? Sein Mann, spiel weiter. Aber ich will nicht verlieren. Hör zu, die meisten Millionäre sind nicht einfach so geboren, sie kommen aus dem Risiko. Verdammt, du hast recht. Fick dich, Marty. Nun, das hat anscheinend nicht so gut funktioniert wie... Also dieses Fick dich, Marty kam eine Stunde später. Wahrscheinlich hat er alles, was er verloren hat, wieder was er gewonnen hatte, wieder verloren. Are you out of your mind? Trying to play Russian Roulette with a Makarov?
It's not Russian, it's an Italian roulette. That's not the point. If you're such a softy, then I'll start. Good thing someone has already cleaned up after this idiot. Ich weiß nicht. Diese Leute klettern immer die Leiter, genau. 4. Easy peasy. Easy peasy. Betrete den Glücksspielraum und öffne den Safe. Warum ist das Ananassaft? Ihr Schweine! Warum ist denn bitte Ananassaft in diesem Safe? Ananas in der Pizzeria! Das durfte keiner wissen. Mein italienisches Herz. Ich weine. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, die einfachste Möglichkeit, mal im Rampenlicht zu stehen, wäre sich einfach hier hinzusetzen und eine Pizza Hawaii zu essen. Ich müsste auch gar nichts mehr sagen. Das Gespräch würde von sich aus starten. Meine gesamte Zuschauerschaft wäre auch vereint in der Überzeugung, wer der eigentliche Feind ist. Stell die Möbel wieder an ihren Platz. Aber welche Möbel? Also, ja, diese eine Sache. Dieser eine Gegenstand. Ich raffe nicht, was das sein soll. Ein Globus. Ich meine, wir haben doch hier keinen Globus gesehen. Hinter der Bürotür ist der fehlende Gegenstand. Oh mein Gott! Was für ein gutes Versteck! Hey, oh cool. Ich kann mein Haus von hier aus sehen. Dankeschön für den Hinweis. Leute, wir sind fertig. Ist es nicht wunderschön? Das war eine coole Mission. Wie cool war bitte dieser Geheimgang? Ja. Das war eine Stunde acht. Was? Prozent. Alle Beweise vernichtet. Fast 69 Minuten, aber nur fast. Perfekte Punktzahl. Eine Menge Zeug, das wir gefunden haben. Und Geheimnisse. Wir haben alle gefunden. Wir haben absolut alle gefunden. Die Oma hast du auch mitgenommen, guter Mann. Ja, natürlich habe ich das. Wie können wir den Mob denn jetzt noch upgraden? Erhöht die Fähigkeit des Wischmobs. Na, ich will lieber auf, dass er langsamer verschmutzt tatsächlich. Noch langsamer. Die Sachen sehen fancy aus. Also wir haben einen selbstreinigenden Aufsatz. Speichert Wasser in einem Aufsatz. Ermöglicht das einmalige Reinigen des Wischmobs ohne Eimer. Und wir haben erhöht alle Werte noch weiter. Seifenspray-Aufsatz.
Aber ich will das hier. Den Hochdruckreiniger möchte ich dann bitte einmal. Das da. Zack. Und allgemein erhöht die Dauer des Reinigersinns. Ja, oder eher das da. Nachdem man auf einen Fleck getreten ist, hinterlässt man weniger Fußabdrücke. Aber ich finde das voll witzig. Der zusätzliche Eimer. Den nehmen wir. Zusätzliche Eimer ist eine gute Sache. Oh, mein Handy wieder. Mein Handy wieder. Mr. Kowalski, perfect job. Not even a drop of ketchup left. Yay. So I've sent you a little present. Big Jim likes to Hallo, this can't work. People. I also put in a good word for you in the underworld. Expect new customers coming. More customers or more psychos? Mehr Customer, mehr Kunden? What? You're such a good boy, you don't want to touch that? No. Er möchte es einfach nicht klauen. Villa in den Bergen. Das sieht cool aus. It's open. Just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Mom? What are those noises down there? Gab wieder Stress, habe ich das Gefühl. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him and his entire family. The problem is I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Die Pflicht ruft. Genau, wir müssen die Mission am Computer annehmen. Fahren Sie direkt zur King's Crossing Street 6 im Bezirk Cramptons. Löschen Sie die Überwachungsaufnahmen. Sie werden 5 Leichensäcke brauchen. Vergessen Sie nicht den toten Mistkerl im Keller. Machen Sie es schön sauber und vermasseln Sie das nicht. Denken Sie dran, Sie sind uns etwas schuldig. Was bin ich euch denn immer schuldig? Und der Tyler schreibt immer, wie happy er jetzt ist und wie toll sein Leben läuft. Tochter auch einfach weggeballert. Nun, da wir 5 Leichensäcke mitbringen sollen. Und er auch schrieb, dass er die ganze Familie, ne? No. Hallo. Who's a good boy? Not me, that's for sure. No. Affäre mit dem Tod. Größte des Standorts Mittel. Ein impulsiver Mafioso tötete eine Menge Leute in der Villa eines reichen Mannes. Er hinterließ 5 Leichen und viele, viele Beweise. So weit weg. Eigentlich bin ich ganz froh, wenn meine Aufträge... Also ich glaube, als Cleaner für Mafiosi ist man froh, wenn die Aufträge weit weg sind von zu Hause. All I was thinking about was, at least it wasn't me who was being put in a bag.
Stell dir vor, du kriegst einen Anruf. Ja, in dem Haus neben dir. Mach da mal sauber. Nächste Woche kriegst du einen Anruf. Ja, das Haus links neben dir. Mach da jetzt mal sauber. Time to look for the bodies. Jenny, nein. Das werde ich... Das darf nicht sein. Ein Beruf, bei dem man kein Homeoffice mag. Mach mal dein Haus sauber. Nein! Holy fuck. What a bloodbath. Das ist kein Wasser mehr. Oh mein Gott. Won't budge. Looks like some kind of electronic lock. Ja, also, wir werden hier eine Menge zu tun bekommen. Phew, Wasser. Elektronisches Schloss. Mal umschauen. Das ist aber eine coole Villa. Er soll auch gerade frei geworden sein. Incognito Mode. Ja, also gut, coole Villa minus der Pool voller Blut. Der ist gar nicht mal so stylisch. Hätte ich anders eingerichtet. Haben wir jetzt gerade den Pool? Wir haben den Pool geleert. Das ist kein Pool im Blut, sondern bestimmt... Wollen, du hast das perfekt formuliert. Hier ist schon kein Blut mehr im Pool oder so, sondern es ist einfach ein bisschen Pool im Blut. So, wir haben eine Leiche. Es ist der Poolboy. Okay, ein Schuss in den Rücken, einer in den Kopf. Er ist ja wahrscheinlich der, der dort entlang gelaufen und dann hier reingefallen ist. Ansonsten ist es echt ein schönes Anwesen. Ich mach das auch wieder schön. Wer will, kann dann direkt einziehen. It was nice not knowing you. Sammelzeug. Sammel sehr viel Zeug. Muss man aufpassen wegen Polizisten oder kann man ganz entspannt aufräumen? Also wir hatten bisher noch keine Sorge um Polizisten. Wir machen hier ja auch nichts Verbotenes. Wir räumen ja nur auf. Nein, also bisher hat sich noch keine Polizei beschwert. Kann natürlich sein, dass das später noch dazu kommt oder so. Workshop. Das ist doch mal ein Schlüssel. Und dann ist halt die Frage, sollen wir direkt mit dem Pool anfangen? Ich wäre dafür. Officer Rocky macht mir weniger Sorgen als der Mafia-Boss Giovanni. Ja. Das ist wohl richtig.
Ich mache neue Spuren, wenn ich durch das Blut laufe. Also ein paar von diesen Abdrücken dort sind wahrscheinlich auch von mir selbst. Man kann die Situation durchaus erstmal verschlechtern. Hier, diese da. Die habe ich zum Beispiel gerade entstehen lassen. Wie reinigt sich der Mob selbst? LOL. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass der sich selbst reinigt. Müssen wir gleich mal schauen. Aber ja, wir hatten ja dieses Upgrade. Ah! Einmal Rechtsklick. Können wir nur einmal machen, aber einmal pro Mob. Das ist schon sehr, sehr gut. Klinachan hat gerade Pause, genau. Ich weiß nicht, ob Klinachan hier draußen was bringt. Ich glaube, Klinachan kann sich noch ausruhen und wird dann drin zum Einsatz kommen. Waren die nicht vorher blau? Ja. Der sieht anders aus, genau. Die haben... Das neue Design hatten wir tatsächlich schon letzte Mission. Ne, warte. Stimmt, die Farbe hat sich auch geändert mit diesem Upgrade. Kann mir mal wer erklären, wie das Blut noch am Boden klebt vom Pool, wenn vorher Wasser drin war? Blut ist schwerer als Wasser und sinkt dann zum Boden des Pools. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich habe keine Ahnung, aber es sieht cool aus. Weil Blut leichter ist und oben treibt. Deshalb liegt das Blut hier am Boden und klebt. Genau. Nein, was ist da passiert? Das ist eigentlich eine gute Frage. Hat der irgendwie... War vorher schon das Blut praktisch... Also vielleicht ist der hier reingestürzt. Es war überhaupt kein Wasser drin. Und dann hat der Gangster-Typ da einfach das Wasser reingetan. Frisches Blut vermischt sich mit Wasser, aber in dem Fall hätten wir ja Blut, das schon ein bisschen auf dem Boden war. Keine Ahnung, wenn man eine logische Erklärung suchen würde unter diesen Prämissen, dann wäre das der Tathergang gewesen. Der Gangsterboss wollte die Leiche verstecken, die ja auch noch draußen lag. Und hat sich dann gedacht, ich mach einfach Wasser in den Pool. That's where he was shot for the first time. Managed to walk a few steps and fell into the water. Er fiel ins Wasser, sagt unser Charakter aber. Das widerspräche ja der Theorie. Die Leiche, die im Wasser treibt. Au. Es ist ein komplizierter Tathergang. Und so langsam gehen mir die Bullshit-Antworten aus. Leiche im Wasser verstecken ist jetzt nicht so intelligent. Maybe a short circuit would do the job. Außer man pumpt sie vorher mit Wasser voll. Ein Kurzschluss. Einen Weg in die Villa finden.
Stimmt, da war ein Pizzakarton. Der Typ scheint immer Pizza dabei zu haben. Was natürlich sehr löblich ist. Ah. That should open the main door. Oh, ein Beweis. Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up. Not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. Nun. Hat alles nicht so gut geendet für ihn. Auf jeden Fall. Rein durch die Türe. Erdgeschiss. Warte, draußen waren noch... Hier waren noch Möbel falsch. Ich sollte vielleicht wieder von dem Mikro weggehen. Hier waren noch Möbel falsch. Aber was? Was für Möbel? Der Stuhl. Lief Marco gestern voll. Wer? Immer wenn sie voll läuft, braucht man direkt eine neue. der Stuhl. Ist das eigentlich die Synchronsprechstimme von Wesker? Misbehavior. Das ist halt so braindead. Der Ehemann geht ja eher literally dann auch fremd, wenn er mit der Tochter des mit der Frau des Mafia-Bosses Pizza belegt. Und dass der Mafia-Boss dann hier hereinkommt und sagt, deine Frau ist daran jetzt auch schuld. Das ist ja so braindead.
Da, sie weigert sich sogar in den Leichensack zu gehen. No need to thank me. Okay, wir haben es. Wenn Cleaner-Chan nur rumsteht und alles sauber macht, will ich das auf. Auch Cleaner-Chan macht zumindest, dass Dinge leichter zu säubern sind. Cleaner-Chan macht selbst nicht sauber. Das wäre höhere Magie. Mit mir wollte noch nie jemand eine Pizza belegen. Wollen? Dann bist du eine Ananas. Und auch Ananas ist cool. Marco. Sie meint damit eine echte Pizza. Ich freue mich sehr darauf, sie wird schmecken. Hass Ananas. Der Hass zwischen Ananas und... Da muss ich jetzt aber mal kontern. Ich muss mal kurz... Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, so 70%. Ich hätte gesagt ungefähr... ungefähr 71,287653115%. Aber so genau macht der Command das nicht. Der Hass zwischen Ananas und Tieni beträgt 86%. Was hat die Ananas dir getan, Tieni? Du isst die Ananas. Und nicht sie dich. Wobei, fairerweise... gab es da ja diese Sache. Das Liebe... Ich habe Liebe und Hass verwechselt. Der Hass zwischen Liebe und Marcelicious beträgt 39%. Passiert dir das häufiger mit dem Liebe und Hass verwechseln? Im Sommer 2009 spielte ich das erste Mal Tomb Raider 3. Diese Geschichte wollen wir jetzt nicht hören. Du. Mir ist gerade aufgefallen. Ja gut, machen wir das doch so. Wir machen sauber und dann finden wir die nächste Leiche. Wir machen dann dort sauber und dann finden wir die nächste Leiche. Wir müssen ja nicht alle 5 Leichen direkt hintereinander finden. So hat die ganze Story vielleicht auch mehr Zeit, sich auszubreiten. Es war eine Hassliebe. Nein! Es war purer Hass. Nein, eigentlich nicht. Nein, Cleaner-chan, ich hab dich nicht vergessen. Ich weiß übrigens nicht, weißt du, das Witzige ist, das hier könnte eine Art soziales Experiment sein, wo sie einfach behaupten, Cleaner-chan würde beim Aufräumen helfen. Und obwohl Cleaner-chan überhaupt nichts macht, ist Cleaner-chan so eine Art Companion-Cube einfach. Sie wissen, der Spieler wird ihn auf
Das da nicht das einzige Gesicht von dir, das jetzt nur noch an einer Wand klebt. So, warte. La la. Oh, verdammt, das wollte ich nicht. Cleaner's job is not making mess. Cleaner's job is making mess. Ich bekomme bei Cleaner-chan Tamagotchi-Vibes schon irgendwie. Tagamochi. Da. Knife my wife. If you bought these, maybe you could have saved your family. Yeah, probably not. Beste Küchenmesser aller Zeiten. 25 Jahre Garantie. Und wenn wir uns nicht an unser Versprechen halten, dann haben sie ein Messer in der Hand. 25 Jahre Garantie? Gibt es eigentlich wirklich jemanden... Ich muss das wissen. Gibt es jemanden, der dann nach 24 Jahren... und 364 Tagen sagt: Oh, wenn ich nochmal genau drauf schaue, das Messer sieht ziemlich kaputt aus. Karen. Karen wird in 24 Jahren und 364 Tagen dort anrufen. Und sie wird sich per Anruf direkt als Telefonkabel um den Hals des nächstgelegenen Managers legen. Und wir wissen, dass es sich genauso abspielen wird. 911. Ah, da wollte jemand. Da wollte jemand. Die 776 anrufen. Warum sollte ich denn den Bullen schlagen? 116, 117. Ja, mein Kopf fällt gerade ab. Sollte ich mich da lieber an den Notruf wenden? Ach man. Prim, prim. Hey Google. Ich muss sehr aufpassen, wie ich das. Was ich hier sage, wenn ich sowas vorlese. Aber heißt es wirklich hey? Müsste man nicht mit okay anfangen? Microwave. Der Keller. Microwave. Aber so ganz kleine Partizipienten. La 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 la.
Irgendwie erinnert mich Klinachan an meine Ex-Freundin, wenn sie was Süßes haben wollte. Die hat sich dann einfach hingestellt und wurde ein elektrisches Gerät mit drei Häkchen. Oben leicht links. Ja, ich hab's jetzt durch Zufall bin ich jetzt drüber gestolpert. Was ist das hier eigentlich? Wieso steht denn da ein Stuhl drin? Die viel wichtigere Frage ist, wieso steht in diesem Schrank ein Mann ohne Beine, ohne Unterkörper, ohne Oberkörper, ohne Kopf und ohne Arme? Und was will er von uns? Wann können wir einziehen? Ich muss noch ein bisschen sauber machen. Ist das der Surveillance-Raum? Der Überwachungsraum. This message didn't age well. Bianca schreibt, er weiß von uns. Pass auf, mein Liebster. Ich hoffe, bald bei dir zu sein. Gewisserweise. Indirekt. Eine Reise auf Umwegen. So much for healthy living. Persönliche Notizen. Was werde ich tun, um mein Leben zu verbessern? Eine gesunde Ernährung beibehalten. Ich sollte mindestens 7 Kilogramm abnehmen, um mich in meinem eigenen Körper wohlzufühlen. Zu Hause oder im Fitnessstudio trainieren, mindestens 4-mal pro Woche. Vor weniger als einem Jahrzehnt war ich ein bekannter Fitnesstrainer, verdammt nochmal. Ich war auch vor nicht allzu langer Zeit Miss Teen, oder? Oder? Fokus auf die Therapie. Es ist Zeit, endlich zu heilen. Antidepressiva alleine reichen nicht aus. Das weiß ich jetzt. Bedenken, dass Familienzeit wirklich wichtig ist. Ich habe 2 großartige Stiefkinder und einen erstaunlichen Ehemann. Sie geben mir jeden Tag Kraft. Nun. Nicht so viel davon ist übrig. Oh, du hast aber auch schöne Ketten. Gut, auch von denen ist jetzt nichts mehr übrig. Was ist das? Maranashi! Eine Kassette. Moneten! Man braucht so eine Mod, die immer, wenn er nach dem greift, Moneten ruft. Manuelles Hacken. 0. 6. 2. 7. 9. Schickst du mir die Ketten später, Schatz? Natürlich. Ja, wir können uns das CCTV-Footage ja leider nicht ansehen, was sehr schade ist. Yay! Yay, es ist schade! Hurra! Entsorge alle Körper. Diese Tür ist und bleibt zu, für den Moment zumindest. Wo habe ich den Putzeimer wieder hingestellt? Ah, hier. Nein, keine Sorge, Klinachan, ich lass dich nicht allein. Wir kommen jetzt nämlich so langsam zu dir. Wie ist das hier passiert? Oh, weißt du noch, als ich diese künstlerische Ader hatte und das Hackfleisch gemalt habe? Restricted Area. I can't get up. Help me, senpai. Okay, Dinge sind geschehen. Aber wir sind da unten. Ich wollte nur verstehen, wie die Spuren daran kommen. Ich habe es nach wie vor nicht verstanden. Hat jemand einen Schreiner zur Hand? No. I'm starting to clean up.
Guten Abend, ich grüße Sie, Herr Gaming. Hallo, Maisei. Der Mörder waren die Fische. Nur so ergibt das alles Sinn. Ich glaube, die meisten meiner Fragen werden durch diese Theorie beantwortet. Guck mal, der guckt da schon so schuldig. Sind das eigentlich meine eigenen Fußspuren? Ne, ich glaube, dass hier sind. Die waren hier, glaube ich, schon. Hä? Fußspuren? Oh, da sind auch Handspuren. Irgendeiner in der Familie läuft auf vier. läuft auf vier Gliedmaßen. So wird es sein. Müll! Habt ihr den Streamplan auf YouTube gesehen? Marco spielt doch wieder ein Souls-like. Mein Gott, war ich gerade verwirrt, weil ich dachte, du verhältst das hier für ein Souls-like. Ja, ich wollte mal in Lies of P reinschauen. Das ist jetzt ja... die Vollversion ist im Game Pass. Und die Demo, die konnte mich noch nicht ganz überzeugen damals, aber man kann ihm ja einen Blick spendieren. Your concerns were legit. Dad had an affair and fucked the whole family by accident. Meine Damen und Herren, wir lauschen nun einem Gespräch zwischen Omnom 18 und Bitch unterstrich Please. Ich werde Omnom 18 mit vollem Mund sprechen. Nein, das ist mir zu dumm. Aber die Vorstellung lebt nun in meinem Kopf. Kara, bist du es? Ja, was ist los, Mabel? Bitch, please. Das bin ich. Ich drehe gerade durch. Warum? Ich glaube, Papa hat eine Affäre. Habe ihn mit einer Frau am Telefon reden hören. Es war nicht Mama, da bin ich mir sicher. Es war ein Telefon. Meine Mama ist kein Telefon. Mach dich nicht verrückt, Mädel. War wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, vielleicht hast du recht, vielleicht spinne ich auch. Sicher. Kannst du das Handy um 180 Grad drehen? Ich will mitlesen. War das falsch rum? War das falsch rum? Das ist natürlich dann dämlich. Aber das Ding ist, dann können die Zuschauer von euch, die von der Decke hängen, weil sie gerade zum Beispiel einfach nur lurken, während sie einen Einbruch in ein Pariser Museum machen, die können das dann halt nicht mitlesen. Also so oder so, einer ist immer benachteiligt. Und ich versuche, das im Gleichgewicht zu halten. Nein, ich achte das nächste Mal ein bisschen besser drauf, würde ich vorschlagen. Finde ich gut, Marco, danke. Guck mal, Tiki hat seinen ganzen Einkauf. Einkauf nachts im Museum. Jetzt riskiert, um uns darüber zu unterrichten. Müll! Oh. I need to be careful so she doesn't fall. Fuck. Ich hab doch eben erst sauer gemacht. Entschuldigung. Ich bin vielleicht ein bisschen laut. Gut. Nachher dann, ne? Wie so eine faule Wassermelone.
Das Grillen zirpten. Das war auf jeden Fall die Tochter dann. Wo ist mein Putzeimer? Viel wichtiger habe ich hier oben. Ah, ich habe einen Wasseranschluss. Okay. Nehmen wir doch mal Eimer Nummer 2. Wir haben jetzt 2. Das da. Das da. Wenn du da fertig bist, machst du in unserer Wohnung weiter. Natürlich, natürlich. Es macht großen Spaß. Ist das nicht seltsam? Ich meine, von allen Dingen, die ich jetzt gerade im echten Leben machen könnte. Das hier wäre so mitunter das, worauf ich am wenigsten Bock hätte. Überraschenderweise. Aber in einem Videospiel sitze ich... Boah, geil. Geil, das macht... Das ist das Entertainment des 21. Jahrhunderts. Guck mal, ich kann mit dem Mob da auf dem Boden und dann ist das sauber. She deserves a better life. Well, gewisserweise.